Also, wir schauen jetzt das Video von Follow Me Report. Abo ist natürlich da. Insta-Fame mit 14, geht das zu weit? Schauen mal, ob das wirklich zu weit geht, wer da reviewed wird oder interviewt wird. Let's go. Da diese, sag ich mal, älteren Männer wird es immer geben, egal was man postet. Die kann man halt leider nicht komplett, sag ich mal, auslöschen. Seit fast 10 Influencerin heutzutage ist gleich eigentlich fast immer TikTokerin. Jahren teile ich mein Leben mit fremden Menschen im Internet. Und ich sag ehrlich, ich würde jetzt alles, vielleicht, also ich würde vieles nicht mehr so machen, wie ich es mal gemacht habe. Ich schon. Also wirklich. Gerne auch den Kanal abonnieren, falls ihr mich auf meinem YouTube-Weg unterstützen wollt. Hab. Heute treffe ich Emilia, die ist erst 14 und influenzt schon seit sie 10 Jahre alt Meister, ist, können wir also ein machen. Mal Kind. Ich schauen. vergleiche mich halt mit anderen eher, was so Wie alt? 10. Hallo, ich will nicht muten. Ich bin heute dick unfähig. 10 Jahre alt ist. Mit 10? Oh, weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht, Digga. Wer hat dich denn über den Tisch gezogen wie Borgentims? Vor allem 10 heutzutage. Wann habe ich angefangen mit YouTube? Ich glaube mit 13 oder so. Das ist noch was anderes. Mit 10, da ist man halt wirklich noch ein Kind. Kind, Also Kind. ein Kind. Ich vergleiche mich halt mit anderen eher, was so Content, Aussehen angeht. Wenn man an sich selbst anfängt zu zweifeln, wenn man diese ganzen perfekten Leute auf Instagram sieht. Bin sehr gespannt, sie heute zu treffen, wie sie das Ganze macht, wie das Ganze aussieht. Und eure Fragen habe ich natürlich auch dabei. Herzlich willkommen bei Follow Me Reports. So. Emilia wohnt Danke, natürlich noch ich fühle bei mich ihren willkommen. Eltern, weil sie ist 14. Ja, okay. Sorry, Alter. Guckt euch mal das Haus an. Guck mal auch da hinten. Alles Neubaugebiet. Sorry, Digga, ich fühle mich direkt arm. Emilia wohnt natürlich Guckt noch euch bei ihren das mal an, Eltern, weil Alter. sie ist 14. Ich bin gespannt, was die Eltern arbeiten. Ja, Hi. okay. Direkt eine Villa. Hi. Eltern gönnen, Junge, das ist ja insane. Ich habe Lust, dir ein neues Kanalbild zu machen für den Reaction-Kanal. Gerne. Laminata. Hi, war schön, dich zu sehen. Komm gern rein. Teenie-Influencerin. Okay. Ich sehe schon, das ist der Spiegel, in dem du deine Stories Ja, machst, oder? genau. Ist witzig. Ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt, aber ich finde es schon mal witzig, dass ich irgendwie den Spiegel genau kenne und Boah, den Eingang, aber Junge. dich ja gar nicht kenne. Ich glaube, ich bin zu unfähig, das Ja, schaffst wie du. geht's dir heute? Mir geht's gut. Also ich bin sehr beeindruckt vom Haus. Vielleicht kannst du mir ja ein bisschen was zeigen. Sieht schon ein bisschen Ich älter aus wohne als mit meinen 14, oder? Eltern und mit meinen zwei Geschwistern. Also ich habe insgesamt drei Brüder, aber der größte ist schon Und da ausgezogen. sind auch alle. Da Hallo! sitzen die auch schon. Hallo. Schön, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, Ja. freuen uns auch. Warum sitzen deutsche Ü40 eigentlich immer so da? So mit, ihr seht das nicht, aber so mit so Knien aneinander und dann so die Hände da drauf. Wir GOAT. sehen uns ja später auch noch, ne? Hier oben geht's mein Zimmer. Oh, schön. Oh, wow. Was ist das denn für ein Traum? Darf ich hier rein einfach? Klar. Wow. Boah, Ja, wow. Ich Junge. weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ey, da werd ich sogar als Mann. Ja, ich sag Mann, nicht Junge. Nein, das ist wirklich krass. Also, Junge, die sind ja, ja Zimmer, ja im Zimmer ein Bad, ja so ein Schminkzimmer, oder? Ich weiß nicht, ob Bad. Erik, herzlich willkommen im Stream. Also schon, findest du es auch selber so krass Ja, oder ich du finde es bist auch halt selber. Ja, irgendwo Bad anders sogar, du gewohnt hast hier. Ich recht. finde es trotzdem schon, ne? Weißt schon, schon dass es cool, so dass auch ihr auf so jeden Fall. übel Ich schicke dir modern. übrigens noch ein Hilfe. paar Pakete. Das Bett passt hier ungefähr So, achtmal. dass ich noch posten muss, genau. Ja, bekommst du viele Sachen geschickt? Ja, schon. In der Woche vielleicht zwei, drei. Kommt. Warum bekomme ich nichts geschickt? Hä? Wenn irgendwelche Firmen das hier sehen, schickt mir auch was. Aber wir sind jetzt Drauf an. ernsthaft, komm. Also du hast mit 10 Jahren angefangen, so Hauls und so auf YouTube zu machen, ne? Ja, genau. Ich habe damals mein erstes YouTube-Video einfach alleine in meinem Zimmer gedreht. Und dann bin ich nach unten gegangen zu meinen Eltern und habe sie gefragt, ob ich das hochladen darf. Ah, Also du ich hast sie hatte, direkt gefragt. genau, ich habe sie gefragt und dann haben wir ihm erstmal einen Kanal natürlich erstellt. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem. Weiß ich nicht. Also es muss im Endeffekt jede Elternpaare, jedes Elternteil selber entscheiden. Ich würde es persönlich nicht machen, glaube ich. Weil ich meine, es sieht ja nicht ab 12 Jahren, aber wenn der Kanal über die Eltern läuft, dann juckt es ja nicht. Es gibt ja auch ganz viele Kanäle mit über 10 Millionen Abonnenten, die irgendwelche Vierjährigen vor die Kamera holen, die so Spielzeug reviewen und so.
Ich weiß nicht, was ich dazu halten, davon halten soll. Vor allem dieses Kind da oben ist übel gruselig. Allerersten Video auf diesem Kanal. Digga, wer hängt sich sowas an seine Wand? Heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Weiß ich nicht. Meine Mutter war am Anfang so ein bisschen dagegen und mein Vater meinte, okay, wir probieren es mal aus. Und dann ja, also mit 10 muss nicht sein, aber ich weiß ja nicht, auf der einen Seite dürfen die Eltern das quasi entscheiden, jede Eltern dürfen das selber entscheiden, auf der anderen Seite ist es halt schon fragwürdig, wenn du dich dazu entschließt, deine 10-jährige Tochter für die ganze Welt öffentlich darzustellen. Auf der einen Seite, was so Freunde, Schule, Mobbing und so weiter angehen kann. Auf der anderen Seite, was in so einem Alter Hate-Kommentare, Zahlenkrankheit, die der YouTuber kennt und so weiter angeht. Und was im dritten Teil auch so, was die Pädophile und so weiter angeht, ist kritisch, muss ich sagen. Dann habe ich glaube, innerhalb von einer Woche schon 100.000 Aufrufe auf das Video gehabt. Aber glaubst du, weil, also warum? Ich weiß nicht, ich glaube, viele haben sich auch damals darüber lustig gemacht. Also ja, es gab viel Hate unter dem Video, aber mich hat das eigentlich nicht so gestört. Ich habe einfach immer weitergemacht. Und was fandest du daran? Das ist schwierig, schwierig, schwierig. Cool, dass man ja sich ausprobieren konnte und Sachen teilen konnte aus seinem Leben. Ich habe es am Anfang auch so gedacht, wow, das ist ja so Spaß. Jahren. Toll, man bekommt was geschenkt oder so. Oder man macht halt 17. Videos und tauscht sich aus. Aber irgendwann merkt man ja schon, dass da noch mal mehr dahinter ist. Aber da sprechen wir noch drüber. Okay. Und wie strukturierst du dann so deinen Tag? Nach der Schule ja, mache ich die Kooperation meistens, wenn ich Zeit habe. Also erstmal steht natürlich Schule an erster Stelle. Auch jetzt, ich bin ja jetzt in die 11. Klasse gekommen. Du musst überlegen, sie ist 14 und das Erste, was sie macht, wenn sie aus der Schule kommt, sind Kooperationen mit Firmen. Abitur zu machen. Du hast sie übersprungen, ne? Sind cringe, ja, ja, true. Die zweite. Und da wird auf jeden Fall Instagram erstmal nicht so im Fokus sein, genau. Nimmst du dir vor? Ja, nehme ich mir vor. Bist du schon ein bisschen süchtig nach Instagram? Nein, gar nicht. Ja, klar, ich denke schon. Also auf jeden Fall mehr Oha. Als andere in meinem Alter, denke ich. Reflektiert die Gute. Ich will nachher auf jeden Fall noch mal deine Bildschirmzeit sehen. Willst du uns vielleicht deinen Kleiderschrank zeigen? Ja. Krass, es sind nur blau und beige. Sorry, Digga, die Louis Vuitton-Tasche habe ich einfach mal kurz übersehen. Frauentöne. Mhm. Die sind, glaube ich, sogar alle fast aus demselben Klamottenladen, wo wir auch nachher hingehen. Wie ist es erstmal in der Schule, dass du so jung bist? Und wie ist es für die anderen, dass du so ein Following auf Instagram hast? Früher hat es auf meiner Schule zumindest noch niemand gemacht, so dieses ganze Influencer-Ding. Echt? Mhm. Und dann haben die mich anfangs auch sehr dafür kritisiert, sogar auch gehatet. Und ich wollte damals auch gar nicht zur Schule gehen. Dann wurden zum Beispiel... Kann ich verstehen. Ich wurde damals auch fertig gemacht in der Schule, also so 7., 8. Klasse, 9., 10. habe ich dann so viel Selbstbewusstsein entwickelt, dass ich den Leuten einfach aufs Maul gehauen habe, also Real Talk, und habe mir Respekt sozusagen verdient, aber das sind andere Zeiten gewesen. Ich kann das gut nachvollziehen, muss ich sagen. Das sind halt Kinder, Kinder sind halt vor allem mit so 11, 12 und das ist halt auch eben die Gefahr. Die denken nicht nach und machen einfach irgendeine Scheiße, um besser dastehen zu können. Viele machen einfach Witze und Jokes und mobben andere auf den Nacken von der Person. Ja. Gruppen über mich gemacht, wo gelästert wurde und wo echt nicht schöne Dinge geschrieben wurden, aber ich habe immer... Oh, den Joke versteht er nicht. Ach so, sorry, Leute, bist du das? Ich glaube schon. Herzlich willkommen im Stream. Ich verstehe den Joke trotzdem nicht. Finn Corlos, moin. Weitergemacht. Also, weil es da halt... Meine Klassenkameradinnen mit 17 Stunden Bildschirmzeit. Bro, ich glaub das sogar. Das ist krass. Also ich glaube, die Jugend so mit TikTok und so, schwierig. Peinlich war, aber ich dachte, mittlerweile ist das nicht mehr peinlich. Also mittlerweile ist es auch nicht mehr peinlich. Also für mich zumindest nicht, weil ich das einfach auch schon so lange mache. Oh, und du bist Billie Eilish. Das kommt auch mit dem Alter. Ja, das habe ich zugeschickt bekommen. Toll. Vor ein paar Wochen man von dem Verlag. Tolle Sachen zugeschickt, du. Sagen Leute so, ja, du wohnst in so einem krassen Haus und du hast eh schon alles und du bekommst auch noch Sachen geschenkt. Ja, ich will auch nicht damit angeben, deswegen zeige ich zum Beispiel auch nicht wirklich alles vom Haus. Und ich mache das ja auch nicht. Ich will aber alles vom Haus sehen. Manche meiner Freunde hat 100 Stunden die Woche Bildschirmzeit auf PC oder auf Handy? Ich dachte, bei Jungs ist es eher so auf PC gelastet.
Aber ich dachte so, Mädchen, Junge, die hängen Handy, oh Gott, das ist ja behindert. Für Geld. Und das ist so, ja, es ist ungerecht, dass Menschen was geschenkt bekommen, die sich das vielleicht auch kaufen könnten, aber ja. 5 Jahre lang, das ist echt. Das hat nichts mit ungerecht zu tun. Also wer sagt, dass Influencer, dass es ungerecht ist, dass Influencer irgendwas bekommen? Jungs, das ist Kapitalismus. Jeder hat die Chance dazu, was zu machen. Ganz einfach. Ich habe bestimmt 130 circa am PC, fühle ich. Harte Arbeit, das unterschätzt man manchmal. Nee, 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 Ich habe mir das nee, ja auch aufgebaut. Ja. nee. Ja? Fühl gut, Ja, ja? 5 Jahre lang, ja. das ist echt. 5 Jahre lang? Gut, dass du Harte durchgezogen hast? Arbeit, das. Nein, es ist keine harte Arbeit. Wer das behauptet, hat entweder noch nie gearbeitet oder hat noch nie, also hat entweder wirklich noch nie gearbeitet oder hat einfach einen schlechten Plan vom Leben. Keine Ahnung, aber Junge, wenn dir das irgendeinem Typ erzählt, der, was weiß ich, 50, 60 Stunden in der Woche auf dem Bau arbeitet oder in irgendeiner Steinmine oder so, Digga, der lacht dir aus. Harte Arbeit, die macht ein paar TikTok-Videos und ein paar Insta-Posts. Also, nee. Und ein paar YouTube-Videos, die wahrscheinlich ultra bad geschnitten sind. Also, weiß ich nicht. Der Klatsche weg. Ja, das ist wirklich eine Beleidigung an alle, die wirklich schwer arbeiten. Das unterschätzt man manchmal, vor allem auch bei Kooperationen. Da muss ich manchmal Sachen 10-mal zur Freigabe schicken, bevor das angenommen wird. Oh nein, du musst Sachen 10-mal zur Freigabe schicken, damit du deine 50.000 Euro bekommst. Mann, du Arme, das tut mir so leid für dich. Dann machst du beim ersten Mal so, wie die es wollen. Du bekommst ja ein Briefing mit allen genauen Daten, die du erfüllen musst. Dann machst du einfach so, wie das verlangt wird. Gut ist. Wird und ich gehe nebenbei auch zur Schule. Schreibt es mal in die Kommentare. Und vor allem, sie ist 14, sie muss es ja nicht machen. Andere, die wirklich hart arbeiten müssen, die können sich das nicht aussuchen. Sie kann sich's aussuchen. Ob ihr neben der Schule auch arbeitet und wenn ja. Sie könnte aufhören und es würde niemanden jucken. Man muss sich da auch echt Gedanken machen, welche Challenge man nachtanzt. So schlimme Arbeit. True. Was ihr arbeitet. Ah. Dann gehen wir mal ins Zimmer von meinem Bruder. Er hat aufgeräumt. Auch gleich. Wow. Wie ist es denn mit deinen Brüdern? Wie Sind es Versace-Kissen? Oder nicht? Finden die das, was du machst, und sind die auch auf deinem Instagram? Elia, der jetzt in dem Zimmer ist, nicht so, so gerne. Aber also mein kleiner Bruder macht gerne mal Stories mit mir. 2360 Likes. Cringe-Pudi. Mal bitte kurz an. Bro, ich bin hier mitten in der YouTube-Reaction, okay? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Oh Mann. Wie alt ist er? Er ist 5 jetzt. 5. Okay, was ist, wenn der mit 7 sagen würde, er will jetzt Influencer werden? Bro, diese Küche, das war mein Traum früher. Mein absoluter Traum. Ich wollte nichts lieber als so eine Küche, so ein Verkaufsladen. Und so eine Küche wollte ich auch. Wisst ihr? Oh mein Gott, Digga, es wäre. Das. Dann wird sie ihm helfen? Klar, aber 7 ist, glaube ich, noch ein bisschen zu jung. Ich war mit 7 noch zum Beispiel auf der Grundschule, mit 10 schon in der 6. oder 7. Du warst Klasse. mit 10 in der. Ach so, Ich ja, bin weil mit du 18 Küche nie aufs bekommen. Gymnasium True. gekommen. Offiziell darf man mit 10 ja noch. Mit 8 aufs Gymnasium. Du warst Klasse. mit 10 in der. Ach so, ja. Zum Beispiel auf der Grundschule mit 10 schon in der 6. oder 7. Du warst Klasse. mit 10 in der. Ach so, Ich ja, bin weil mit du ja 8 schon so. aufs Gymnasium. Mit 8 aufs Gymnasium. Warte mal jetzt kurz. 6 ist Einschulung. Oder sie ist ein Kannkind und ist mit 5 eingeschult worden. Angenommen, sie wurde im Sommer geboren, mit 5 eingeschult, 6 erste Klasse, 2. hat sie übersprungen, dann 7 dritte Klasse, 8 vierte Klasse, dann ist sie mit 9. Also sie hat gesagt, sie hat eine Klasse übersprungen, das haut nicht hin, mein Junge. Gekommen. Offiziell darf man mit 10 ja noch gar keinen YouTube-Kanal haben, weil man nicht alt genug ist. Wie hast du das denn gemacht damals? Über Ich die weiß gar nicht Eltern. mehr. Ich glaube, wir haben das über meine Eltern gemacht. Gab es da Regeln? Also anfangs gab es keine Regeln, weil meine Eltern natürlich nicht wussten, was das für ein Ausmaß haben kann. Also dass es so groß werden kann. Dann kam das halt so mit der Zeit, so ein paar Regeln. Zum Was Beispiel kam da für jetzt Regeln? nicht deine Schule zeigen. So, ich Oder finde nicht? es gut und ich freue mich und ich bin sehr dankbar, dass sie mich da unterstützen. Aber glaubst du, du könntest das auch selber alleine machen?
Ich glaube schon, aber wenn es wenn man so, Geld hat, geht alles. Naja, zu sehr um Finanzen vielleicht geht ist sie ja hochbegabt. Da kenne ich mich nicht so ganz aus. Das macht mein Vater. Du bekommst Geld für die Kooperation, dann ist das... Ich würde echt mal gerne wissen, was der Vater beruflich macht. Dein Geld oder ist es quasi... Geht das, ist das zu den quasi Eltern? Das von meinen Eltern, aber die tun es dann auf dem Konto, was später okay. ich bekomme. Das heißt, du kannst... InfluencerInnen mit 20.000... Ich bin's! Ihr habt 20.000 auf YouTube. Bis 100.000 Followern verdienen inzwischen in Deutschland zwischen 167 bis 1.930... Ach, Instagram. Tu! Du kannst gar nichts davon gerade benutzen. Nein. Eine Frage aus der Community war auch, wie viel Taschengeld du bekommst. Ich bekomme so ja, ungefähr 50 Euro im Monat. Ja, mit 14 habe ich weniger bekommen, aber das für das Haus ist das voll angemessen. Also 50 Euro im Monat, das finde ich ganz gut. Ich finde Emilia so süß irgendwie und schüchtern. In den Storys ist sie irgendwie so ganz, sie redet so schnell und so. Habe aber eigentlich schon fast erwartet, dass sie nicht ganz so ist wie in den Storys. Wir laufen jetzt immer noch hier auf der Fifth Avenue ein bisschen rum, genau in Manhattan auf jeden Fall. Hier hinter mir genau das Rockefeller Center, da gehen wir übrigens in ein paar Tagen, wenn es ein bisschen besseres Wetter wird, auch rauf. Genau, und hier ist übrigens voll die coole Kirche. Ich würde noch mal gerne wissen, wie sie mit den ganzen Sachen umgeht, dass irgendwie komische Männer einem Sachen schreiben, wie reagiert der Vater drauf und nicht. So. Also die ganzen... Kirche. Ja, komm, da hat man oben gesehen vor 90 Wochen, 52 Wochen, ja, das ist dann knapp 2 Jahre her, da war sie 12, das... Sei ihr hin, das sei ihr. Schlechten Seiten geben. Von Social Media, die haben wir noch nicht beleuchtet. Da bin ich die schlechten Seiten von Social Media, in meinem Fall leider zu 95% religiöse Beleidigung von muslimischen Mitmenschen. Schade eigentlich. Und 5% irgendwelche Nazis. Ach so, nee. Und noch so 20% von linksradikalen 14-jährigen Mädchen. Gespannt, was sie dazu sagt. Ich möchte noch ein Spiegel-Selfie dafür machen, aber es ist so dunkel. Deswegen mache ich immer die Tür auf, wenn mein Stories. Hallo, können wir uns mal dazusetzen? Ja, bitte. Sie hat... Ich dachte kurz, sie hat grüne Haare. ...erzählt, dann, dass sie mit 10 anfing und dann kam sie zu euch und hat gesagt, so... Ich möchte jetzt YouTube-Videos machen. Letztendlich wussten wir nicht, was sie da macht, aber hat gesagt, Mama, Papa, darf ich mal ein bisschen YouTube machen? Haben wir gesagt, na klar. Und natürlich freuen wir uns, was noch in der Zukunft kommt. Versuchen natürlich, auf sie ein bisschen aufzupassen, dass alles gut läuft. Inwiefern passt sie da auf? Naja, in erster Linie ist natürlich Schule. Damit die Schule nicht drunter leidet. Aber du bekommst ja wahrscheinlich auch mal Nachrichten, die nicht so... erwünscht sind, von irgendwelchen Männern vor allem, die auch irgendwas fragen, was ein bisschen unangenehm ist. Gehe ich mal davon aus, weil jede Frau im Internet damit zu schaffen hat. Meine Frau versucht da schon, die Nachrichten vorher zu filtern. Und wenn natürlich etwas Unpassendes kommt, dann wird es sofort gemeldet oder blockiert. Ja, okay. Sinnvoll, dass sie das nicht lesen muss, aber dann muss man sich auch fragen, wenn sie nicht belastbar ist, warum man es dann mit 10 erlaubt. Also, die wird ja bestimmt auch mit 10, 11 solche Kommentare gehört haben. Und dann fragt man sich schon, was es mit einem Menschen macht, wenn die schon so schnell kommerzialisiert wird, wenn es schon in dem Alter nur um Geld geht, nur um Business geht, nur um sowas geht, anstatt dann eine entspannte Kindheit zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Wie ist es denn bei dir? Also reagieren Leute anders auf Bikini-Fotos oder so bei dir? Klar, diese, sag ich mal, älteren Männer wird es immer geben, egal was man postet. Die kann man halt leider... Ältere Männer. Wetten, sie schreibt auch, sie wird von richtig vielen Indern angeschrieben, die so, do you want to marry me? Und dann so 20 Herzen, kennt ihr die? Nicht komplett, sag ich mal, auslöschen. Aber ich habe auch keine Lust, mich zum Beispiel, wenn ich am Strand bin... mich dann irgendwie zu verdecken oder so. Also ich habe auch Journalismus studiert und so, aber trotzdem hat mir Social Media total viel gebracht und ich habe auch total viel gelernt. Aber ich war auch oft froh, dass ich schon erwachsen war, um mit Dingen umzugehen, weil es auch oft schwierig war und auch oft sehr viel Druck. Deshalb denke ich immer, wie macht man das mit 14? Ja, klar, es ist ein Druck, so der auf einem lastet. Ich meine, man muss das alles unter einen Hut bekommen, Schule. Instagram, das ist schon manchmal viel. Wir müssen jetzt gleich auch los zu einem Termin. Das ist eine Marke, mit der ich seit 2 Jahren zusammenarbeite. Ob ich darf?
Pedo-Gang, ich will dich ansprechen, Mann, funny. Als älterer Mann, ja. Ja, ich darf das. Geht ihr immer zusammen oder wart ihr auch alleine? Manchmal kommt Papa mit, manchmal Mama. Okay. Wie läuft es jetzt? Du darfst jetzt, Ja, ich schon. Also die Louis Vuitton-Tasche ist schon ein kleiner Weird Flex, nehme ich schon die zweite. Ich ein bisschen um, dann probiere ich es an, nimm was und dann geht's. Alter, sie hat so eine Maske. Woher wusstest du, dass ich reich bin? Doppelpunkt. Und wie viel darfst du aussuchen? Der Papa bezahlt, nee, die ist ja mit denen verpartnert. Die darf sich. Ich darf jetzt da durchgehen, sie alles nehmen, was sie will oder so. Lightning Gold, herzlich willkommen Stream. Ein bestimmter Betrag, darf ich das aussuchen. Genau. Ein bestimmter Betrag, ja. Betrag komm. Ist darf ich sagen. Aber achtest du. Darf ich nicht sagen, was schätzt ihr, Chat? Komm, gib mir eine Zahl. Komm, gib mir eine Zahl durch, Chat. Sie ist seit 2 Jahren mit denen verpartnert. Ich weiß nicht, wie viele Instagram-Follower sie hat. Das müssen wir kurz rausfinden. Emilia auf Instagram. Schau mal kurz. Sie hat auf Instagram knapp 100.000 Follower. 150 Euro. Sicher? Ich denk, das sind schon 540.000. Bist du jetzt schon darauf, dass du dann auch Outfits zusammenstellst? 500 bis 1000, schätze ich. Rufen kannst oder ist es einfach so, du nimmst, was dir gefällt? Ich achte schon ein bisschen darauf. Worum geht's denn bei dir auf deinem Instagram? Ich glaube, die Follower wissen schon, dass es sich so ein bisschen einfach um meinen Alltag dreht. Natürlich mit meiner Familie, mit meinen Brüdern. Aber natürlich auch Fashion. Es ist, Nachher noch Velo, weiß noch nicht. Auch bei dir so, dass du dich... Nicht mal 100k Geringverdiener mit nicht mal 100.000 verloren. Schon ziemlich peinlich, oder? Ey, Chat, könnt ihr mal bei mir 100.000 Follower auf Insta voll machen? Lass sie mal überholen. Mit anderen vergleichst und dass vielleicht jemand mehr Follower hat oder so. Wie gehst du damit um? Also, Follower vergleiche ich jetzt nicht irgendwie. Ich vergleiche mich halt mit anderen eher, was so Content, Aussehen angeht. Wenn man an sich selbst... Ja, vergleiche mich nicht. Ich weiß eh, dass ich am besten aussehe. Ich meine, guckt euch mal die Meinungsblogger an. Kommt so ein Kuchen-TV, das, ja... Da habe ich immer noch die Nase vorn. Anfängt zu zweifeln, wenn man diese ganzen perfekten Leute auf Instagram sieht. Und ja, deren Leben. Hi Nico, was geht? Vielleicht deren Aussehen, was sie haben. Und das ist schon echt manchmal, kann einen echt runter machen. Die liebe ich. Ja, fühle ich. Aber das ist, glaube ich, also ich fühle es nicht. Mich juckt es nicht, was andere machen oder tun. Aber ich glaube, für so ein 14-jähriges Mädchen, egal ob Influencerin oder nicht, ist es auf jeden Fall ein Druck. Ja. Ich bin nicht zum Shoppen hier heute. Oh, die ist aber auch nice. 30 Euro für eine Leggings ist aber auch viel, ne? Ja, das stimmt. Schreiben dann auch so manchmal Leute, hey... Ist das viel? Ich habe nicht mal eine Warnung davon. Leisten oder so? Ja, das finde ich halt dann traurig. Dann probiere ich so, wenn mir sowas geschrieben wird, auch ein bisschen mehr darauf zu achten, dass ich halt nicht so viel zeige. Wie haben deine Freunde darauf reagiert oder reagieren jetzt darauf, dass... Ja. Aber ein bisschen Umsicht hat sie auf jeden Fall. Das so ist gut. Sachen geschenkt bekommst und so weiter. Also ich denke, meine Freunde. Ihre Freundinnen sind mindestens genauso reich wie sie. Das schätze ich jetzt mal. Sie sind mit mir und unterstützen mich. Und klar, muss man bei Instagram so ein bisschen aufpassen mit Freundschaften. Ich persönlich halte meine Freunde eher so im Hintergrund. Ist so, Alter. Bei Social Media muss ich auch aufpassen, wenn ich meine Mods angucke. Schwierig. Da. Irgendwann Raum nehme ich aus. Und privat, weil ich nicht will, dass Freundschaften dadurch kaputt gehen, weil das einmal auch passiert ist und das war dann nicht so schön und das ist nicht so schön geändert. Und aber wieso ist es dadurch kaputt gegangen? Ja, einfach sehr, sehr viel Neid war da. Willst du mal anprobieren? Ich würde das gern sehen. Das hier? Okay. Dann bis gleich. So bei 14-Jährigen, 13-Jährigen, 12-Jährigen, das ist halt auch so, die denken nicht nach und dann Neid und ja, fühle ich. Bis gleich. Also nicht fühle ich, aber kann ich mir vorstellen. Emilia guckt mich fragend an und sagt, sie weiß nicht, ob das zu ausgeschnitten ist. Hast du es gesehen? Wie fandst du das? Ja, nicht so passend. Ich finde es sehr schön, muss ich sagen. Es ist vielleicht dann nochmal eine andere Sache, wenn man es auf Instagram postet und es so sehr viele Leute sind. Auch süß. Oh ja, die Hose ist ein bisschen zu groß. Aber eigentlich mag ich das. So, ich bin jetzt gerade shoppen mit der lieben Alminata, die ist auch dabei. Könnt mir gerne schreiben, was ihr so sagt. Okay, das muss ich natürlich als Werbung kennzeichnen. So klein machst du das? Oh, kennt ihr diese Influencerin, die dann Werbung oder Werbevideo hinschreiben, es dann so auf Mini-Größe machen und dann unter das Profilbild machen? Ach, du, wirklich, absoluter Schmutz. Deswegen hasse ich Instagram.
ist auf Instagram ist wirklich nichts real. Gar nichts. 0,0. Ey, wirklich jeder Instagrammer, nicht jeder, aber 90% davon verarscht seine Zuschauer nur für das Geld. Das ist auf YouTube tausendmal besser und auf Twitch sowieso. Und wie findet ihr mein Outfit? Ich fühle mich heute. Ah, du hast Jacke an. So, jetzt kann ich mal abstimmen, wie. Da ist der Filz, herzlich willkommen im Stream. Ihr einen Look findet. Jetzt werde ich ein Instagram-Star. Musst du jedes einzelne. Schwierig. Teil davon zeigen? Also kontrollieren die quasi? Nein. Das, oder kannst du einfach. Nein. Das heißt, sie könnte mir jetzt die Hose schenken. Spaß. Ich nehme übrigens jetzt das Blaue. Du Influencer, hast mich geinfluenced. Sammelkarte einmal. Nur so authentisch? True. Nur für das Geld, die Maske ist größer als ich. Schön. So, jetzt bist du dran. Was glaubst du, was das kosten wird, zusammen? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht, sonst rechne ich das aus, aber jetzt habe ich es irgendwie vergessen. Also ich bin mir relativ sicher, auch wenn sie so tut, ja, wenn mir Leute schreiben, dass es zu teuer ist, dann passt sie auch. Ich bin mir relativ sicher, dass sie nicht so viel Bezug zu Geld hat und auch später nicht so viel Bezug zu Geld haben will oder einen gesunden Bezug, weil sie wächst in einem extrem reichen Elternhaus auf. Was ich ihr auch gönne, so ist nicht kein Problem. Also das ist ja schön für sie, auf jeden Fall hundertprozentig. Aber wenn du mit 11 Jahren schon anfängst, schätze ich jetzt mal so 11, 12, kommerziell viel Geld zu verdienen im Internet, die ganze Zeit Geld von allen Seiten reinbekommst, so ein YouTube. Oha, da ist der Filz, danke für den Sub. Wir haben das nicht mitten im Redefluss unterbrochen. Aber vielen, vielen Dank für den Support. Neuer Monat, neues Money, unterstützt für Fresh des Meinungsburger on Stream. Ehre, vielen, vielen Dank. Weiter so, Kuss geht raus. Das freut mich wirklich sehr. Und ich würde vielleicht auch freuen, dass ich jetzt einen aktiven Upload-Plan habe und neuer jede Monat Woche. Plus neues Money equals Unterstützung für den Fresses und Meinungsblogger on Stream Salami 30 Love Guile Dacity Alla Extremen Exposed Mock Waiter So Salami 30 Love. Ja, alles klar, Digga. Schön, danke fürs Vorlesen, Bot. Jede Woche, Donnerstag, 14 Uhr, glaube ich, kommt jetzt ein Video. Fängt ab nächste Woche an. Der Content, ja, der boomt. Vielen Dank für den Support, wirklich sehr korrekt. Wo war ich stehen geblieben, Chat? Achso, dass sie keinen Bezug zu Geld hat. Weil wenn du so viel Geld schon in so einem niedrigen Alter verdienst, plus in einem reichen Elternhaus aufwächst, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie später weiß, was viel Geld ist, was wenig Geld ist, und so einen richtigen Geldbezug auf die Gesellschaft herstellen kann. Also schätze ich mal nicht. Hast du Angst, dass es zu viel ist? Ich frage mich, wie alt ihre Zuschauer sind. 8 bis 18. Aber vor allem so 8 bis... Vor allem wahrscheinlich der Kern so 12 bis 15, schätze ich. Ja, ist okay, wenn wir ein bisschen über dem Wert sind. Wie viel mehr sind es denn? Ich glaube 40 Euro ungefähr, oder? Genau. Okay. Ich hätte mich nicht mal getraut, das zu machen. Ja, passt. Und? Passt. Ja. Easy. Ein Anruf und wir kriegen hier 40 Euro geschenkt. Wenn ihr Lust habt, dann kann ich auch einen Haul für euch nachher machen. Schreibt mir das gerne wieder. Ja, das bestätigt eigentlich ganz gut, was ich gesagt habe mit dem Bezug zum Geld. 40 Euro. Das verdiene ich in 2 Monaten auf YouTube. Für eine Kollektion, also I'm in love. Wir müssen halt zum nächsten Termin, ne? Du hast gleich noch diese Zahnreinigung, ist auch eine Kooperation, oder? Ich muss kurz speichern. Welche 18-Jährige guckt sich eine 14-Jährige an, dann muss ich los. Ich glaube sogar relativ viele, also kann ich mir gut vorstellen, tatsächlich. Jetzt nicht so als Vorbild, aber einfach so als so ein bisschen kleine Schwester-Vibes und so, also, ich glaube schon. So, let's go. Sag mal eine Challenge, die du selber erfüllen musst, dieses Jahr 30.000 YouTuber wollen. Wäre ein Traum. Hi! Hi! Freue mich, dich wiederzusehen. Wenn du magst, wollen wir vielleicht einen TikTok zusammen drehen? Ja, voll gerne. Ja. Was? Stell dir vor, ihr kommt in so einen Raum rein. Hi! Wollen wir TikTok drehen? Oh, Junge, Junge, Junge. Oh Mann, ey, das ist hart. Wollen wir TikTok drehen? Nee, schwierig. Was ist passiert mit der Gesellschaft? TikTok ist einfach die größte Seuche der Welt, no joke. Diesen Monat noch 5 Subgifts.
Weiß ich nicht, fällt nichts ein. Gib mir einen Tipp. Ja, viele Hinweise gibt es, dass eindeutig sehr viele Pedos sich mit hat, extrem zu bedienen, ihren Fetisch auszuleben. Alleine Alicia Joes Kritik zu Family-Bloggern, die ihre Minderjährigen im Internet vermarkten, spricht Bände. Ist es so eine Blonde? Alicia Joes? Also Alicia Joe? Ich habe nur Thumbnail gesehen, aber ja. Ich habe das auch schon seit Jahren irgendwie immer wieder mitbekommen. Fühl ich? Worauf hättest du Lust, Savage Love? Aber ich würde sagen, das ist sogar noch das kleinste Problem mit den Pedos. Das ist noch das kleinste Problem. Da gibt's viel, viel schlimmere Sachen tatsächlich noch. Ja, Savage Love. Willst du mit? Savage Love. Was? Kannst du's? Ja, ich weiß. Achso, nein, ich kann es nicht. Leute, ich kann keinen TikTok-Tanz und ich kann nicht mal Savage Love. Zeig mal bitte, wie es geht. Vielleicht kommt so. Haltet euch bedeckt. Die kann auch singen. So. Okay. Kannst du das TikTok filmen? Deine Mama, hilft sie dir immer? Ja. Das ist ja süß. Das ist mein erstes TikTok mit Tanzen, Leute. Oh, da kannst du ja schon. Okay. Ja, gut und selbst. Darf ich mit reinkommen? Ich würde dir mein Handy geben. Könntest du mich dann vielleicht so ein bisschen mit? Ah, klar. Richtig in den Mund. Durchatmen, Chat. Durchatmen. Es ist alles gut, okay? Falls jemand umfällt, ich. Erste Hilfe ist da, okay? Ich lieg da auch beim Zahnarzt. Kannst du ein bisschen mitfilmen? Ey, es gibt Grenzen. Ja, sehr gut zusammengefasst. Und rein oder eher? Nein, er ist von weit schon so ein bisschen. Ich glaube, hier ist am coolsten. Ja, hier ist auch cool. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du diese Kooperation machst? Weil ihr anscheinend schon immer hierher geht als Familie, oder? Ja, genau. Die macht eine Kooperation mit dem Zahnarzt. Ich habe die mal angeschrieben und dann habe ich halt gefragt und dann meinten die, dass es geht. Und dann bin ich halt hergekommen. So einfach ist es. Ey, Chat, lass mal Porsche anschreiben, ob die. Ich habe ja schon immer Porsche gefahren, ob ich da einfach. Wisst ihr so. Keine Ahnung, so ein. Ein Auto bekomme oder so? Ich würde auch den kleinsten Motor nehmen. So ist es nicht. Das kam also von dir, dass du. Ja, das kam von mir. Sie hat gefragt. Ja, das ist schon ein bisschen. Also für mich wäre das jetzt nichts, für einen Mann zu schreiben, aber das ist vor allem in dieser Instagram-TikTok-Welt sehr, sehr oft so. Auf YouTube ist es eher umgekehrt, habe ich so mitbekommen. Aber vor allem auf dieser Instagram-TikTok-Welt, da geht's nur um Geld. Ihr müsst euch das. Ihr glaubt es gar nicht, aber es geht 100% nur um Geld. Und alle Leute, vor allem diese ganzen Sport-Influencer, schreiben am laufenden Band, die kaufen sich Likes, Follower und so weiter und schreiben am laufenden Band irgendwelche Firmen an und schreiben da hunderttausende Firmen an und hoffen, dass sie zwei Zusagen bekommen. So läuft es. Let's go. Du kannst locker lassen. Jetzt gibt's noch eine schicke Schutzbrille. Gut, meine Liebe. Also wir haben jetzt gerade nochmal Gelee eingepinselt. Nicht damit putzen, sondern einfach nur so zum Verteilen benutzen. Ach so, genau. Okay, ich putzen dachte damit putzen. Damit nicht, das ist zu sauer. Okay, hab ich wieder was gelernt. Zeig mal Zähne. Supi. Genau. Ich glaube, ich schreibe mal die Telekom an und mache Werbung für die und dann bekomme ich ein paar Firmenanteile. Ich rufe bei meinem Zahnarzt eine Frage, ob ich den für 100 Euro nehme. Für 100 Euro eine Insta-Story machen kann. Ey, Hilfe. Okay, dann sind wir für heute fertig. Du hast das wie immer super gut gerockt. Was würdest du denn sagen, was sind die gut gerockt Vorteile und was sind die Nachteile von dem, was du machst? Also ich denke, Vorteile sind ganz klar, dass man neue Leute kennenlernt, dass man einfach diese Möglichkeit hat. Ja, gut. Wirklich ein Vorteil? Gut. Ja, sozusagen damit auch Geld zu verdienen und nach. Das ist der einzige Punkt, den
der die meisten interessiert? Teile sind natürlich die ganzen Gefahren, also zum Beispiel ältere Männer oder... Bei mir sind die Gefahr jüngere linksradikale Frauen. Das ist nicht besser, denke ich. Klar, dass die Leute irgendwo auch immer was von einem erwarten, so. Allzu gerade in der Behandlung. Ja, finde ich auch. Das ist ein guter Nachteil. Also ein paar gute Punkte sprichst du auch auf jeden Fall im Video auch noch am Anfang. Das ist ein guter Punkt, würde ich auch so unterschreiben. Das ist, der Erwartungsdruck, der ist auf jeden Fall immer da. Sie macht das für neue Leute. Und du warst, habe ich noch mit deiner Mutter gesprochen. Ja, echt? Und die meinte aber auch, dass sie das alles schon ein bisschen kritisch sieht und dann... Das ist genau wie beim Elternsprechtag. Ja, echt? Und warten so. Als du gerade in der Behandlung warst, habe ich noch mit deiner Mutter gesprochen. Ja, echt? Und Und die meinte aber auch, dass sie das alles schon ein bisschen kritisch sieht und am liebsten wird sie Instagram löschen. Und eigentlich findet sie auch, ich finde das auch nicht so gut, dass du dich so freizügig zeigst. Was sagst du dazu? Sie hat... Freizügigkeitscheck, also... No pedo, aber... Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt bei 14-Jährigen. Alter, Aminata hat sogar mehr Follower als die, die sie interviewt. Bruh, ich mach's mir noch einen falschen Gang. Ups. So. Nicht frei. Okay. Nicht freizügig. Ist bauchfrei freizügig? Nee, ne? Oder? Keine Ahnung, was zählt? Nein, warum ist der Film bildfrei, bauchfrei? Nein. Nö. Ja, ich würde sagen, das sind stylische Outfits für eine 14-Jährige, aber nichts Dramatisches. Aber bauchfrei auf jedem Bild. Lul. Aber das haben auch Leute an, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Vor einer Weile auch mal Instagram komplett gelöscht, weil es ihr selber auch einfach zu viel wurde. Und zu den freizügigen Bildern, ich glaube, sie meint, was ich vor einem Jahr im Urlaub gepostet habe. Okay. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich die selber zu freizügig fand und sie dann auch gesagt hat, ist doch nicht so schlimm. Kann man posten, aber vielleicht sieht sie es heute anders. Aber wenn sie möchte, dass ich nicht mehr so freizügige Bilder poste oder das lösche, dann mache ich das natürlich auch. Ich wollte ja noch... Die hat gerade gegen ihre Mom geschossen, ne? Mal deine Instagram oder deine Bildschirmzeit sehen. Willst du uns die mal zeigen? Kann ich machen. Was war denn gestern? 8:10. Ich check das jetzt auch. Wie kann man das machen? Wie kommt man da drauf, Chat? Weiß das jemand? Ich habe das noch nie geschaut in meinem Leben. Sperrbildschirm. Apple, ne? Ich hab Samsung. Hi Sim, Bildschirmzeit. So, 3:10. Wie kann ich mir gestern anschauen? Hä? Junge, ich verstehe das nicht. Bildschirmzeit 23:59. Wahrscheinlich, oder? Hä? Ja, okay, scheiß drauf, macht keinen Sinn. Da habe ich 1 Stunde eure Videos geschaut. Tja, Aminata. 7:15, letzte Woche Donnerstag, 10:07. Du auch. Glaubst du manchmal, wenn du das siehst, du... Digga, 11 Stunden am Handy. Kann man am Handy sinnvolle Sachen machen? Okay, als TikTokerin und... Ja gut, die ist TikTokerin und Instagramerin, ich hab nichts zu sagen. Bringst du viel Zeit und verpasst ein bisschen echtes Leben? Also echtes Leben verpasse ich nicht, weil ich das ja so nebenbei mache. Glaubst du, du wirst irgendwann es bereuen, dass du so... Ich glaube sogar, ihr echtes Leben ist nochmal krasser durch das Influencer-Zeug. ...viel von deinem Leben geteilt hast. Also bereuen nicht, aber ob ich es immer machen werde, das ist die Frage. Ich will es auf jeden Fall nicht später hauptberuflich machen. Wieso? Weil... Wird sie es später hauptberuflich machen?
Wahrscheinlich schon. Es ist schwer zu sagen, ob es immer noch dann, sag ich mal, in Anführungsstrichen so gut laufen wird. Deswegen finde ich es wichtig, für mich auf jeden Fall mein Abitur zu machen, zu studieren und sich was anderes aufzubauen. Was würdest du denn gern studieren oder werden? Ich habe überlegt, Medizin zu studieren. Das finde ich interessant. Anscheinend auch hochbegabt. Auch so Rechtsanwältin. Ich wünsche mir für dich... Auch so Rechtsanwältin. Dass es so weitergeht, wie du es dir wünschst. Und dass es nur Gutes für dich mitbringt. Danke, das liegt dir. Ich verfolge dich weiter im Internet. Übel künstliches Danke. Aber und, ich muss sagen, ich würde dich gerne nochmal in 10 Jahren oder so sprechen. Und dann kannst du mir nochmal sagen, wie du es dann ist, alles findest. Gleich kommt mein Fazit. Ich würde Kindern nicht empfehlen, Influencer zu werden. Ja. Aber ich habe mit 13, 14 auch Dinge gemacht, die ich nicht empfehlen würde. Und ich muss sagen, dass ich besonders auch nach dem Tag heute verstehe, dass man natürlich wie Emilia in den Laden rennt und sich Sachen mitnimmt umsonst, um die dann einfach zu zeigen. Es ist ja super cool und vielleicht liegt das dann gar nicht in ihrer Verantwortung. Sollten die Firmen so junge Kinder nehmen, um kostenlos Werbung zu machen? Sollten die Eltern vielleicht eher drauf aufpassen? Ja. So, jetzt schreibt ihr uns. Chat, was ist eure Meinung zu dem Video? Ich muss sagen, ich fand Aminatas, glaube ich, heißt sie, Eindruck ganz gut. Sie hat einen sympathischen und ganz guten Eindruck gemacht. Das Video war schon zum Teil sehr unangenehm und cringe, muss man sagen. Also wirklich. Vor allem dieser Tanz und der Zahnarzt-Szene, das war schon hart an der über der Grenze. Ansonsten muss ich sagen, ich finde, sie hat keinen Bezug zum Geld, keinen guten Bezug zum Geld. Macht aber ansonsten, hat ein paar gute Aussagen getroffen, die ich auch so unterschreiben würde. Ein paar schwierige Sachen. Ansonsten ist es eigentlich ein ganz okayes Video. Es ist jetzt kein Absturz, auch kein Highlight. Aber ich finde, das Thema ist schwierig. Also ich muss auch sagen, die Eltern tragen leider die Verantwortung, 0% die Firmen. Wenn vor allem die Mädchen da, so ein 13-14-jähriges Mädchen, sozusagen die Firmen anschreibt, eine Zahnarztpraxis anschreibt, dann können die ja nichts dafür. Die können ablehnen, aber so, dann wird das ja auch schon für die okay sein, mäßig. Von daher weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob da die Eltern so richtig gehandelt haben mit 10 und erlauben. Aber anscheinend hat die Mutter ja auch ihre Einwände. Das war's mit dem Video. Danke fürs dabei sein. Lasst ein Abo da. Folgt mir auf Twitch und ciao.